Seit Herbst hat die Hamburger Staatsoper ein neues Ensemblemitglied. Daniel Kluge ist in Argentinien geboren, kam aber mit 5 Jahren nach Deutschland und wuchs im Schwarzwald auf. Schon als kleiner Junge sang er im Knabenchor, nun also Tenor in Hamburg. Soweit so üblich. Es gibt Tenöre, denen sieht man sofort an, dass sie das hohe C schmetternd auf der Bühne stehen. Und dann gibt es solche wie Daniel Kluge. Er liebt Fußball, Death-Metal-Musik und natürlich die Oper. Naja, was Fußball und die Oper vereint, ist natürlich die Leidenschaft. Die Leidenschaft, einfach was zu erreichen. Und das gilt sowohl für den Fußballplatz als auch für die Bühne, wo man dann einfach die Zuschauer begeistern möchte. Im August ist er mit seiner Familie nach Hamburg gezogen. Zurzeit singt er in der Oper Falstaff den Badolfo. Daniel Kluge verkörpert einen neuen Typus vom Opernsänger. Schlabberpulli statt weißer Schal, auf dem Weg zur Probe summt er sich mit Metal ein. Vor allem bringt der 38-Jährige, der durchaus gerne im Rampenlicht steht, jede Menge Humor mit ins Haus. Frisch zum Kampfe! Gerade arbeitet er mit Kollegen an einem szenischen Liederabend für Ende Mai. Lieder von Schumann und Schönberg vereint mit Theaterelementen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen. Man versucht sein Bestes zu geben und in der Rolle voll aufzugehen. Das ist so mein eigener Ansporn auch, dass ich versuche, dass der Zuschauer eben einfach so real wie möglich mitbekommt, was meine Rolle eben darstellen soll, mit all ihren Gefühlen und Emotionen, alles, was dazugehört. Das etwas Angestaubte, das Elitäre, möchte Kluge gerne wegwischen und ein jüngeres Publikum ansprechen. Denn für den gefühlvollen Sog der Musik sind wir doch alle anfällig, meint er. Es gibt den Moment, wenn das Spiel und die Musik einfach wunderbar ineinander verschmelzen. Und das ist das Größte. Also es macht unglaublich Spaß und erfüllt einen einfach mit so einer Zufriedenheit. Wenn man merkt, so ja, der Plan ist aufgegangen und wir haben das erreicht, was wir uns erhofft haben. Es gibt Tenöre, die man sofort erkennt. Und dann gibt es solche wie Daniel Kluge. Zum Glück für die Moderne.